So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Yo, beim letzten Mal haben wir den Schwertfels abgeschlossen, glaube ich. Ja, haben wir gemacht. Und, ja, wir waren dann jetzt am Ende bei dem Zwerg angekommen, der uns jetzt hier noch eine Nebenquest für die Erdenklinge gegeben hat, wo wir jetzt hier noch ganz viel Zeug sammeln sollen. Irgendwie noch Dämonenblut und Tränen eines seelenlosen Wesens und zwei andere Sachen haben wir wohl irgendwie schon gefunden, aus Gründen. Ja, lassen wir uns nicht weiter von beirren. Wir machen nämlich jetzt erstmal weiter mit der Hauptquest. Ja, genau. Wo irgendwie, nachdem wir den Schwertfels jetzt irgendwie 1 Million Folgen lang gemacht haben, muss ich jetzt erstmal wieder klarkommen hier, was überhaupt Phase war. Ich glaube, es war irgendwie hier Untote klatschen und dafür eine Maske bekommen oder so. Wenn ich mich richtig erinnere. Naja, egal. Wir müssen erstmal wieder zurück auf die Karte, die da hieß, Grauschattental, genau, und in den Schlangenpass. Das war richtig. Yay. Ah, ja, ich bin in letzter Zeit auch nicht wirklich zum Aufnehmen gekommen, also verzeiht mir, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen hadere hier. Weiß auch nicht, irgendwie viel zu tun in letzter Zeit. Und ja, es ist irgendwie, war es jetzt ein bisschen zeitlich ein bisschen schwierig für mich unterzubringen. Sei mir verziehen. Irgendwie. Jedenfalls, ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr irgendwie was hinzukriegen. Ich habe jetzt auch wieder Magicka aufgenommen, für alle, die es interessiert. Wird also demnächst dann auch wieder was kommen. Für alle, die schon sehnsüchtig warten oder eben auch nicht. Ne? Wie auch immer. Wieso zur Hölle ist da ein Punkt auf der... Ich würde ja sagen, es ist die Sonne, aber es macht keinen Sinn. Weil es sich mitbewegt. Soll es ein Blendfleck sein? Oh mein Gott. Egal, wir gehen in die klagenden Steine und hoffen, dass uns da nicht irgendwie Leute kaputt hauen. Aber wahrscheinlich wird das der Fall sein. Ah, sieht schon wieder sehr gut aus. Menschenfleisch. Nom. Die Lebenden sind hier. Bereitet die Streitkräfte vor. Gebt Nachricht an meine 5 Feldherren. Sie sollen die Lebenden aufhalten, bis wir bereit sind. Und wenn die 5 geschlagen werden, Herr? Dann werden wir das Tor öffnen und die Lebenden in ihrem Blut ertränken. Noch haben sie unsere wahre Stärke nicht kennengelernt. Ey, das klingt nach jeder Menge Freude und, Zeugs. Oh Gott. Ich das hier schon wieder sehe. Boah. Level 10, Level 9, Level 10. Nimmermehr. Stufe 16. Oh Gott, ich werde schon angegriffen von irgendwas. Ach, von einem Skelett. Fick dich, Skelett, stirb. Heilt sich das Skelett, wenn es mich haut? Finde ich nicht nett. Blödes Skelett, stirb. So, lass mal gucken hier, was überhaupt los ist. Ich habe mich im Vorlauf auch schon mal befasst mit der Karte, also rein theoretisch. Der Guide, den ich gelesen hatte, meint, es wäre wohl ganz clever, ein oder zwei dieser Feldherren vorher schon zu töten, weil dann sonst wieder so eine apokalyptische, Situation entstehen könnte. Bezüglich, Schwertfeld. Und ich bin jetzt halt echt am Überlegen, ob ich dem Rat nicht folgen sollte, um dann vielleicht irgendwie, mir ein bisschen Ärger zu ersparen. Ich werde mal versuchen zumindest, schon ein oder zwei dieser Lager mal zu töten, ohne mir selbst ein Lager aufzubauen. Inwieweit das jetzt funktionieren wird, ist natürlich jetzt fraglich. Wir werden einfach mal sehen, wie das Ganze jetzt laufen wird. Und wenn es halt wirklich nicht gehen sollte, dann werde ich einfach wie ein kleines Mädchen davonrennen und werde versuchen, das dann mit einem Lager zu erledigen. Aber ich würde halt gerne mir das so etwas einfacher zu machen, sagen wir es mal so. Aber wenn ich mir schon wieder die Lagerstärke angucke, obwohl, ja, das könnte gehen. Stufe 14, ich weiß gar nicht, welche Stufe hat mein Avatar mittlerweile. Es steht natürlich nirgendwo. Ach, Stufe 16, alles klar. Wo ist mein... The fuck, wo bist du? Hier. Ja, könnte funktionieren unter Umständen. Deswegen, warum nicht etwas einfacher machen? Ich weiß, jetzt gibt es wieder welche, die sagen, du machst das doch richtig. Aber, ja, ich weiß nicht. Warum soll ich es mir einfach schwerer machen? Ist irgendwie nicht so. Fetzt nicht.
widerstehe halt meinen Zauber. Ist klar. Stirb halt. Skelettgeneral. Stufe 11. Okay. Mach mal den Abflug. Kumpel. Okay, der kriegt schon irgendwie weniger Schaden. Wobei es geht. Also einer geht. Ich glaube auch mit vollem Mana dürfte das Ganze auch relativ gediegen von der Sache her laufen. Wenn ich mir da noch ein paar Skelette hole, dürfte ich zumindest die kleineren Lager dann vernichten können. Hoffe ich. Weiß es nicht. Mal schauen. Ich will jetzt hier nicht zu viel versprechen. Ah, das sieht doch zum Beispiel ganz machbar aus. Wenn ich mir die einzelnen pulle, die Skelette... was haben wir hier? Oh Gott, das sind ein paar mehr. Geisterbrenner. Oh Gott, das sind ganz schön viele. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Hier ist auf jeden Fall noch ein Monument der Zwerge. Da will ich wahrscheinlich dann erst später hin. Ich will aber mal schauen, dass ich mir... Okay, die sind mir ein bisschen zu viele, glaube ich, dort oben. Weil die sind alles... Ah, Stufe 8. Mal sehen. Gucken erstmal in die Richtung. Das sah mir irgendwie angenehmer aus. Du kriegst erstmal hier irgendwie einen harten Zauber ins Gesicht. Den du natürlich widerstehst, weil du meinst, es wäre irgendwie cooler. Fu und so. Das Problem ist natürlich jetzt, dass ich selbst einen Caster habe. Und der natürlich Stoff trägt und dementsprechend relativ zügig aus den Latschen kippt. Wenn ich jetzt einen Krieger hätte, könnte ich hier natürlich einfach die Lager peu à peu aufräumen, ohne hier irgendwie groß was aufzureißen. Aber dadurch, dass ich den Magier habe, gestaltet sich das Ganze etwas schwieriger. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal die Kleinen hier wegnehmen. Und mal schauen, was hier machbar ist. Also das jetzt zum Beispiel, das sieht schon... Obwohl, das könnte auch noch gehen. Das sind, weiß nicht, wie viel hier hinten noch rumgurgelt, aber... So, wie man jetzt schon sieht, ich bin jetzt schon ein bisschen runter. Dann wollen wir hier mal noch wieder voll machen erstmal. Und bevor ich mich in das Lager dort stürze, werde ich auch noch warten, bis das Mana wieder voll ist. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Oh Gott, das ist übelst viel. Ich muss aber dann schauen. Ich glaube... Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe von den Zwergen auch noch gar nicht das große Haupthaus, weil das bedeutet ja am Umkehrschluss, dass ich, Moment, ich muss das mal kurz checken. Schmelze, Steinmetz, mittleres Haupthaus, ja. Das heißt also im Klartext, ich kann auch meine Armeestärke nicht auf das bringen, was sie eigentlich sein könnte, wenn ich das große Haupthaus hätte, wie bei den Elfen oder so. Was das Ganze natürlich, ich weiß gar nicht, wo dann das Maximum liegt. Ich meine, es läge bei 40 oder so dann. Was das natürlich dann etwas schwieriger macht, ne? Also, ich hoffe ja, dass ich... Also meine Hoffnung ist jetzt im Prinzip, dass ich mir hier... Oh Gott, ey. Stufe 9. Dass ich mir das Ganze etwas einfacher machen kann, dass ich da nicht so viele Gegner immer gegen meine Lager branden sehe. Also zumindest hier, das... Das sieht mir echt machbar aus. Muss man mal schauen jetzt. Muss halt sehen, dass ich hier vielleicht irgendwie wenig pulle. Ein bis zwei, wenn es geht. Wie wär's denn mit dir dort? Achso, da muss ich aufpassen, dass ich von da drüben nicht pulle. Das sind Fernkämpfer. Das ist natürlich nicht so cool. Hol mir mal den hier. So, komm mal her. So. Kommt natürlich alles. Lauf mal noch ein Stück, bitte. Komm schon. Ja. Ah ja. Ja. Komm. Gott, sind die schnell. Oh Gott, jetzt habe ich gepennt. Ach, scheiße. Nochmal. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich überleg. Oh, die kommen schon wieder. Habt ihr Sehnsucht nach mir? Offensichtlich. Okay, euch drei mache ich dann natürlich erstmal einzeln, wenn er... das so wollt, gerne. Meine, da sage ich nicht nein, ne? So, wieso hat denn das bei dem so viel Schaden gemacht? Wow. Ist irgendwie nicht so viel Live-Kumpel, ne? Wenn der Zauber mal ankommt, macht er echt Damage, ne? Obwohl er, sag ich mal, dazu vergleichsweise wenig Mana verbraucht. Das ist natürlich nett. So, jetzt habe ich die drei Schützen schon mal weg. Das ist natürlich Knorke. Was habe ich denn jetzt hier noch? Ich habe jetzt noch den. Den würde ich natürlich, glaube ich, als ersten gerne weghaben. Dann warten wir mal noch kurz mit dem Mana. Nochmal. Ich weiß, das zieht sich jetzt alles ein bisschen, aber
ist mir jetzt irgendwie nicht so, ist mir wirklich so lieber, also weiß nicht. Ich habe ein bisschen Respekt, also das, was ich jetzt schon wieder gelesen habe im Vorhinein, hat mich etwas vorsichtig gestimmt und ich sag mal, wenn das so funktioniert, warum nicht? So, dann machen wir uns mal noch ein Skelett oder zwei und dann wollen wir hier unsere Skelette gegen die Skelette dort antreten lassen. Zwei, wie viele Skelette sind das? Das sind drei. Ich probiere es mal mit dreien, obwohl dann reckt mein Mana, glaube ich, zu langsam. Wir probieren es mal mit zweien, das dürfte eigentlich reichen. Gut, dann machen wir es mal auf ihn, den großen Zauber. Und hoffen mal, dass jetzt die... Oh, war ja. Er zaubert natürlich auch. Aber das sieht ganz gut aus. Meine Skelette scheinen immun zu sein gegen seine Zauber. Also zumindest gerade waren sie immun. Wenn ich den großen schon mal fertig habe, da wäre mir schon viel geholfen. Greif den mal an hier. Den da bitte. So, Schmerz in dein Gesicht. Nochmal. Zack. Und noch einen Schmerz, dann habe ich einen. Mana-Tränke wären so schön, ne? Zack. Gut, dann haben wir ihn schon mal. So. Also mein Zucanus, der hält doch mehr aus als gedacht, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Also geht, ne? Wollte ich mal sagen. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen viel. So, beschwören wir uns einfach mal noch ein Skelett. Zum Tanken. Wollte ich jetzt mal sagen. Tank es. So. Und dann versuchen wir mal jetzt gleich mal hier Lebensraub, wenn ich mal genug Mana zusammenkriege. Wenn das irgendwie nicht so aussieht. Also doch so. Dorf da. So. Das Skelett, wie sieht das aus? Ach, das hat noch übelst viel Life. Alles schön. Ich glaube, meine Skelette sind auch nur gestorben, weil ich oben war. Würde ich jetzt mal behaupten. So, der ist auch kaputt. Seit wann haben die Skelette eigentlich Rüstung? Bestimmt ab einem bestimmten Level oder so haben die eine Rüstung gekriegt. Geh dir mal hauen. Komm, geh ihn hauen. Verprügel ihn. Kräftig. Und so. Schwören wir uns noch ein Skelett. Das dann wieder tankt für uns. Hat ja bis gerade auch gut geklappt. Irgendwie kriege ich von denen nur einen Schaden. Das ist echt Witz. Ja, die sind auch nur Level 8, also... Geht, ne? Dann würde ich sagen, haben wir dann, wenn wir das Häuschen da kaputt gemacht haben, haben wir dann auch schon das erste Lager besiegt. Ja, ging, ne? Ging einfach, würde ich mal sagen. So, dann wollen wir mal nochmal gucken, was wir hier erstmal haben. Zeugs und Gelumpert, Windstahlhammer, Windstahlaxt, Windstahlhelm, Windstahlpanzer. Mensch. Und er hat Zeugs. Das Iridian, Brustplatte. Aha, Ausdauer, Intelligenz, Weisheit, geschmückter Schlagstab. Mhm. Und Aura der Schwäche, Stufe 7. Das könnte noch interessant sein. Meanwhile kannst du da mal noch mit draufhauen. Dann gucken wir mal, was das für ein Zauber war. Stufe 7, was haben wir hier noch? Stufe 5. Stufe 7 nehmen wir natürlich gerne mit und tauschen den gegen unseren aus. So. Ich muss auch mal gucken. Ich hatte ja auch hier noch ein paar andere Zauber noch gekriegt. Tote erwecken, genau, das war das. Für die Armee. Den Goblin beschwören. Weiß nicht, wie gut die Goblins sind. Keine Ahnung. Irgendwie glaube ich nicht so, dass sie so viel besser sind als die Skelette. Berichtigt mich, wenn es falsch ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein großer Unterschied besteht. Die können dann vielleicht zaubern oder so. Ich werde es mal ausprobieren bei Gelegenheit. Aber ich glaube, ich habe auch meine Skelette von der Stufe her eins höher als die... als die... Gott. Wörter. Kommt in meinen Kopf. Als die Goblins. Gott. So, wenn das Haus kaputt ist, dann werden wir mal schauen. Hier drüben werden wir noch probieren. Zumindest, dass wir die zwei Lager weg haben. Vielleicht... Nee, die zwei sollen mir reichen. Dann habe ich noch drei über, glaube ich. Ich glaube, es waren insgesamt 5 Feldherren. Das soll dann eigentlich reichen. Von der Sache her. Also wir wollen es uns auch nicht zu einfach machen, aber ich will halt es nicht übertreiben mit der Schwierigkeit. Zumal das Spiel das auch schon ganz gut alleine regelt, schwierigkeitstechnisch. Hier oben, das ist mir auch ein bisschen zu viel eigentlich. Aber hier die Todesboten, das sehe ich jetzt noch als Möglichkeit an,
da was zu reißen. Ich weiß nicht, wie viel Damage wir machen, weiß ich jetzt gerade echt nicht mehr aus dem Gedächtnis, aber meine Uhr sagt schon wieder, die Zeit ist rum, deswegen würde ich den Part erstmal an der Stelle beenden. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne abonnieren oder konstruktive Kritik in Form von Kommentaren unter die Videos setzen. Mein Name ist Zucanus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.